Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Dark Souls. Wir sind immer noch in Anno Londo und heute ist mein neues Headset angekommen. Das ist zwar irgendwie nicht das gleiche wie mein anderes, was ich aber erwartet habe, was es sein sollte. Aber es scheint trotzdem zu funktionieren. Ich musste etwas an den Einstellungen noch rumfummeln, deswegen tut mir leid, falls dann auch irgendwie nicht so ist, wie es sein sollte. Och, der Sound. Das ist ja tödlich mit diesem Headset. Wo sind die das Ding zum Sound einstellen? Das hört sich irgendwie ein bisschen scheiße an. Ja. Ich glaube, das war ein klosches. Na, wunderbar. Trinken wir erstmal als das Flakon aus. Gibt's eine Dollerei? Boah. Geht ja gar nicht. Was ist denn hier los? Nix ist hier los. Ich hätte gern ein anderes Schild. Weil ich habe gelernt, wie man richtig Parry macht. Und es macht halt schon ein bisschen aus. Ein bisschen sehr viel. Mal gucken. Ja, das hat aber so viel Magie und Blitz und das hast du nicht gesehen. Okay, für bis dahin nehmen wir mal das. Kann doch. Ja, es kann. So, wir holen uns kurz hier die Seelen. Zack. Natürlich ist er noch nicht down. Ah, jetzt ist wieder unser Mage. Hab ich ganz vergessen. Deswegen, wuff. So, Zauberwechsel. Ah, der will nicht. Okay, mit Zauberer müssen wir noch mal ein bisschen üben. Wir müssen dringend noch mal üben. Ich habe nämlich die ganze Zeit so einen Parry-Charakter gespielt jetzt in der Zeit, wo ich mich aufnehmen konnte und also einen Dex-Charakter. Und da sähe der Kampf schon längst ganz anders aus und mit meinem Krieger sowieso. Aber hauen wir ihn einfach noch mal aufs Maul. Und wurscht. Ich würde ihn ja ein bisschen parren, aber ich bin noch nicht so gut in Lanzen-Parry. Oh, das hat wehgetan. Aber das hier tut ja auch weh. Und ich bin stolz darauf, dass es weh tut. So, wir haben, glaube ich, die Shortcut schon aktiviert. Dann will ich nur noch eins tun. Zack. Nicht zum Heilen, sondern wir werden wieder zum Menschen. Wusch. Weil wir brauchen ja Verbündete. Gute Verbündete. Ich hoffe, wir werden nicht invaded. Und was ich mit Verbündete meine und mit Verbündete brauchen meine, das werdet ihr schon alles früh genug sehen. Seht ihr? Ich habe dazugelernt. Ich kann parren. Nur das nicht. Kann man das überhaupt parren? Aber ich bleib trotzdem gerne beim Backstep. Denn wer steps nicht gerne back? Das, was ich überhaupt am Anfang der Testaufnahme schon gucken wollte. Jetzt bellt der Hund wie verrückt. Das heißt, meine Geschwister kommen wahrscheinlich von der Schule. Denn ich habe schon seit einer Woche frei. So, wir scheinen sogar zweimal Level abgehen zu können. Das ist sehr gut. Ich will mal Dex auf 20 bringen. Weil, wie gesagt, ich habe noch nie so wirklich Magier gespielt. Und deswegen weiß ich auch nicht, wie der nachher so wird. Ich habe bis jetzt immer so eine kriegerische Klasse genommen. Was ihr mir sicherlich schon längst angemerkt habt. Ich hoffe, man hört den Ventilator hier rechts neben mir nicht. Der ist zwar nur auf Stufe 1, aber ziemlich rechts an ihm, recht nah an mir. Okay. Das wäre fast ein peinlicher Parry geworden. Beziehungsweise gar kein Parry. Und
Das war doch schön, nicht wahr? Ist euch aufgefallen? Wenn er das Schwert beim Parry rauszieht, dann kommen Seelen raus und, also wir kriegen keinen zugeschrieben, aber sonst kommt bei den Gegnern immer Blut raus. Und hier, nein, hier kommen Seelen. Scheiße, warum habe ich Blocken aufgehört? Okay, das, scheint eklig werden zu wollen. Ich merke gerade, unser Schild ist ziemlich scheiße. Zwar ist er zum Parren da, aber... zum Blocken da auch, aber selbst beim Blocken... Ihr habt sicherlich schon gemerkt, wir kriegen Schaden. Trotz Blocken. So, aber... den schicken wir jetzt auch mal zur Nevada. Zack. Glupschen wir mal kurz. Aber der müsste das doch können. Und trotzdem tut er es nicht. Silberritterschild. Das sieht sehr annehmlich. Sieht ziemlich gut aus und der kann sogar parren. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. So, da ist nochmal dieser Dämon. Ob ich den überhaupt schon gezeigt habe? Weiß ich jetzt gar nicht. Ho, gucken wir mal. Wir gehen am besten darum. Weil hier steht da eine Wache. Da eine Wache. Und da ein Schütze. Mit den Drachentöterpfeilen. Ich könnte eigentlich... Könnte ich? Ja, könnte ich. Könnte ich gar nicht. Ich dachte mir gerade, wieso machen wir uns nicht einfach mal Quellax Furienschwert? Ich habe das mit meinem Dex-Charakter und... Boah. Hallo. Ich wusste gar nicht, dass es Aua macht. Da seht ihr sicher schon ein goldenes Rufzeichen. Wem könnte das denn gehören? Zack. Ich würde ja hier mehr Zauber benutzen, aber ich will... Zauber für den kommenden Bosskampf benutzen. So. Harry. Danke. Komm, da kommt einer. Den schaffen wir schon so. Den schaffen wir allein. Oh. Komm her, Drecksack. Ich hasse die Erschütterung, weil die macht ja auch noch deftig Schaden. So, aber da wir scheinbar überhaupt keinen Schaden machen. Autsch. Ich wollte eigentlich durch die Beine und da waren wir eigentlich auch schon durch. Wunderbar. Das ist dieser Scheißschild. Der geht mir so auf die Nüsse, der Schild. Da kommen wir überhaupt nicht durch. Wir ziehen mal wieder unser Schwert, weil jetzt... komme ich mit einem Schwert? Ah, ich glaube, es gehört, weil es das Schwert war, genau. Haben wir immer wieder seine Seen. Das habe ich nämlich auch vor ein paar Tagen beim Eisengolem-Boss gesehen. Wenn man da immer wieder auf die Sehnen haut, also seitlich in die Beine rein, dann kippt er um. Dann wird der voll einfach, der Bosskampf. Also noch einfacher. Weil der ist eigentlich nur ein Ausdauer-Boss. Du entfernst dich aber ziemlich weit von einem Posten, Junge. Ja, für den zweiten holen wir uns auf jeden Fall unseren Herrn zu leer dazu.
Okay, wenn der nicht getroffen hätte, hätte ich mir auch die Haare rausgerupft. Nein! Missgeburt. Hör auf, dich wieder komplett hochzuhalten. Das ist unfair und unmoralisch. Jetzt will er wieder seinen Schlag machen. Ah, da haben wir schön seine Brust getroffen. Ich hätte jetzt zu viel getroffen. Ah, nein, doch nicht. Wurscht. Also, wenn das kein Critical Hit sein müsste, weiß ich auch nicht. Jetzt wird das Unangenehme hier an diesen Drachen erstmal unbemerkt. Scheiße, der kommt schon. Okay, wir laufen jetzt ganz vorsichtig und genügsam rückwärts. Gehen hier, Rufsymbol. Ja, aktivieren und rückwärts. Wieder weg. So. Das wird jetzt wunderbar. Komm, Ritter Soler, du kannst es. Wir müssen einfach nur die Aufmerksamkeit von Typen auf uns halten. Ja, scheiße. Komm. Danke, Ritter Soler. Zu zweit ging das doch ganz easy. So, wir wechseln schon mal die Zauber. Kann man hier mit einer Zielflugseelenmasse durch? So, weil der jetzige Bosskampf wird kein Zuckerschlecken. Das schwöre ich euch. Wir werden wahrscheinlich auch tausendmal sterben. Elegant wie eh und je, smooth und Ornstein. Ach nee, das verschwindet ja, die Seelenflugmasse. Wunderbar. Auch grandios mal zu wissen. So, für einen müssen wir uns jetzt entscheiden, wen wir zuerst killen. Und bei mir ist es gerade mehr Zufall als sonst was. Scheiße, scheiße, scheiße. Auf dem Bosskampf habe ich mich schon immer nicht gefreut. Okay, bei dem ist die Seelenflugmasse ein bisschen unsinnig. Deswegen. Scheiße, wir müssen irgendwie seitlich rankommen. Aber schaffen wir nicht. Dafür will Ohrenstein uns ordentlich aufs Maul hauen. Was soll das? So, hier sollte man wirklich die Hilfe von allem, was man kriegt, benutzen. Ich persönlich hasse ja alles hier. Wunderbar. Das ist unser Tod. Nein. Ja, er ist tot. Das ist sehr gut. Das ist perfekt. Und Soler lebt noch. Komm, Ornstein. Nee, das ist Smooth. Nee, das ist Ornstein. Busch, buschi, buschi, busch, blitz, blitz, blitz. Und ich hoffe, der Sound ist nicht zu übertrieben für euch. Ich habe, wie gesagt, ausprobiert, aber ich warte lieber auf eure, wie ihr es findet. So, der hat hier seine Power absorbiert. Das ist natürlich wunderbar, dass er uns jetzt auf die Nase hauen will. Ihr habt euch sicher aufgefallen, der hat wieder volles Leben. Und er macht jetzt schönen Blitzschaden. Ich
frag mich ernsthaft, wie wir den schaffen sollen. Wir haben so wenig Zauber nur noch. Und Soler hat auch, wie es aussieht, keinen Zauber mehr. Weil er haut nur noch im Nahkampf. Scheiße, das ist unser Tod. Wir müssen die Zauber gut positionieren. Aber wir treffen oft nicht. Oder... Scheiße, das ist unser Tod. Aber Solers. Nicht unser, aber Solers. Okay, mit ziemlich viel Geschick könnten wir den noch schaffen. Ich hätte gerne einen Zauberauffülltrank oder sowas, falls so etwas existieren würde. So, wir haben keine Zauber mehr. Wunderbar. So, aber... Warum habe ich nicht geblockt? Scheiße, jetzt sind wir dran. Wir müssen weg von ihm. Oder auch so. Das tut weh. Das wird jetzt auch wehtun. Und hat uns sogar getötet. Ihr seht also, es ist kein Zuckerschlecken. Wirklich kein Zuckerschlecken. Das war's erstmal mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Versuch, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls.